Hallo, lieber Freund. Fix, genau so geht's los. Einen Knoten auszusagen. So. Hallo, liebe Freunde von CryptoTV. Ich befinde mich noch immer auf der Demonstration, die sich für Frieden, Freiheit und Menschenwürde einsetzt. Jeden Sonntag 14 Uhr. Und naja, es sind immer ein paar Leute dabei. Letzten Sonntag mussten wir aber auf eine wunderbare Aktivistin verzichten, denn die wurde damals, wo die Festspieleröffnung war, wo der Van der Bellen gekommen ist mit seinen lieben Freunden, haben wir ihn herzlich begrüßt, und da wurde eine Mitstreiterin von uns festgenommen. Um was es da jetzt genau geht, ja, das war die Janine. Da habe ich ja schon ein eigenes Video gemacht, wo ich ein bisschen was erklärt habe. Ich blende mal einfach ganz kurz das Video ein. Wenn ihr genau darüber informiert sein wollt, dann schaut einfach mal in das Video rein. Aber jetzt haben wir was ganz Tolles zu berichten. Unsere Janine ist seit letzten Dienstag wieder frei. Hallo, liebe Janine. Hi. Wunderbar, man hat dich jetzt also wirklich freikaufen können. Ja, genau, man hat mich Gott sei Dank durch einen Spendenaufruf freikaufen können. Was Gott sei Dank auch gut funktioniert hat, weil es ist ja immer das, ja, man weiß ja nicht, wie die Leute reagieren. Und ich bin froh, dass aber so viel reagiert haben und das auch so vielleicht da und gemacht haben in meinem Fall. Weil da länger drinnen zu sein, wäre eigentlich auch Menschen unwürdig gewesen. Mhm. Weil allein schon die Zustände drinnen sind nicht wirklich. Da kann ich auch ein Lied davon singen, da kann ich mich ganz mit dir einfühlen. Ich war ja auch in der Polizeihaltestelle, warst du in der Alpenstraße, gell? Ja. Da kommen ja Verwaltungsstraftäter rein. So einer bin ja auch ich gewesen. Ich war im Winter drinnen, hab recht gefroren. Kann ja auch mal kurz Video einblenden, wenn es interessiert, was ich da selbst so erfahren habe. Zum Beispiel der Herr Gerhard Böttler von Wir sind Salzburg hat sich auch deiner angenommen. Meiner Meinung nach der einzige Politiker, der was etwas schaffen hätte können, wenn man ihn gewählt hätte. Leider hat man ja die Kommunisten gewollt und ja, kein Wir sind gemeinsames Salzburg, ja. Aber er hat ein Spendenkonto für dich eröffnet. Genau. Und es ging ja wirklich rasend schnell, muss ich dann doch sagen, dass du dann freigekommen bist. Ja, schon. Also, weil, jedes Mal, wenn Besuchstag war, ich habe damit ja gar nicht gerechnet, weil ich habe es ja nicht gewusst. Weil da drinnen, wenn man sitzt, du kriegst nichts mit. Mhm. Du bist von der Außenwelt eigentlich abgeschnitten. Also, es ist so, wie wenn ich sage, ja, ich sperre halt wen ein und mir doch egal, was passiert, aber es ist halt einfach das Schlimme, dass eben das, du kriegst gar nichts mehr mit von deiner Außenwelt. Und mir ist halt dann nur irgendwann einmal berichtet worden, ja, dass sowas gemacht worden ist. Und das gehofft wird, dass halt da was eingeht, dass halt genug eingeht, dass ich dann wirklich herauskomme. Und die Leute, die mich besucht haben halt auch immer gesehen, dass es mir schlechter natürlich ergangen ist. Und dass ich das nicht so gut verkraftet habe, vielleicht wie andere Leute. Ja. Ich meine, jeder verkraftet das halt anders. Ich kann nur von mir berichten. Also bitte nicht jetzt sagen, ja, oh Gott, ich berichte jetzt von anderen, sondern ich berichte halt dann nur von mir eben, wie ich mich gefühlt habe. Und es war auf die Nacht auch ziemlich kalt, also es war schon, und dann die Temperatur, wenn es dann geregnet hat, hast du es gemerkt heute, und die Fenster sind nicht dicht. Ich habe an die denken müssen, es war eine komplett verregnete Woche, oder besser gesagt, jetzt sagen wir Wochen. Ich selbst habe mir daheim schon gedacht, jetzt schalte ich schon fast die Heizung ein. Ich habe mich dann doch lieber unter einer Decke gemogelt, weil ich heiz sie auch mit Gas, es ist teuer, gell. Und da habe ich echt an die denken müssen. Eins muss ich aber auch sagen, bist du ein bisschen selber schuld, dass du nichts von außen mitgekriegt hättest? Hättest du ein bisschen was Schlimmeres geleistet, einen Mord oder einen Totschlag oder so, dann wärst du nach Buch gekommen zu den Schwerverbrechern, dann hättest du wenigstens einen Fernseher in deiner Zelle gehabt. Dann hättest du Nachrichten horchen können. Du hast einen Fernseher drinnen ich gehabt? Ich habe einen Fernseher drinnen gehabt, habe tatsächlich Nachrichten gehört, bis dann der Nachrichtensender auch nicht mehr gegangen ist. Aha. Danach war ich fast heilig geworden, wegen okay. Bibel-TV. Da ist dann irgendwann nicht mehr gegangen, sind meine Nachrichtensender wieder gegangen und da habe ich dann schon geschaut. Aber die Nachrichten, ja, kannst halt auch nichts glauben, sage ich jetzt einmal. Weil wenn du dann die Nachrichten durchschaust und da hast du dann wieder, ach, das ist ja so gefährlich, und über die Politiker, was sowieso ein Käse ist,
Weil ich meine, man berichtet nur über Politiker, die was schon im Parlament sind. So wie an Van der Bellen, ja, wo ich immer denke, so, da kommt den Hassen drauf kriegen, aber ich spare es mir halt einfach. Mhm. Wo ich sage, statt dass einfach auch, so wie es ist, zum Beispiel, wo ich sage, zum Beispiel, der Herr Böttler hat für mich das Konto errichtet, das Spendenkonto, wo ich sagen muss, ja, aber warum berichten Sie über solche Sachen nicht, ja? Das hätte ich schon fast gemeint, dass du regionalpolitisch oder was wir so treiben auf den Straßen durch unsere Bewegung, da hast du sicher nichts mitgekriegt. Gar nichts. Und das hätte ja sicher auch interessiert, wer denkt an die, aber du hast eh Besuchszeiten auch gehabt, ein paar sind genau. Gekommen, hoffe ich doch, ja. Es ist gut, der Zusammenhalt bei unserer Bewegung ist doch ganz toll. Ich wünsche es mir halt auch für den Tarian, der kämpft ja schon länger, dass da Spenden auch zusammenkommen. Belauft sich ja mittlerweile eher auf die fast dieselbe Summe. Aber zumindest haben wir es bei dir mal geschafft, dass da jetzt endlich mal eine Ruhe ist. Du hast jetzt deine komplette Ruhe von Verwaltungsstrafen, was ich mitgekriegt habe, gell? Ja. Bist du jetzt eine freie Bürgerin Österreichs und darfst wieder bei uns draußen, uns Demonstranten mitspielen, gell? Endlich, ja. Ja. Gott sei Dank. Das freut uns sehr. Bei mir sind ja auch viele private Nachrichten gekommen, weil sie wissen wollten, was ist mit dir los. Eine Dame wollte sogar die Jahreshundesteuer zahlen. Jetzt haben wir aber erfahren, du bist eh befreit von ich der Hundesteuer, ja, gell? Jetzt bin ich klar, ja. Ja, wunderbar. Wenigstens da kann der Staat einmal doch noch ein bisschen was leisten, dass man Menschen, die es nicht so leicht haben wie du, vielleicht doch einmal schaut, dass man zwischenmenschlich auch ein lebenswertes Leben hat. Und Hunde tragen doch zu etwas Lebensfreude bei. Sagen wir es mal einfach so, gell? Sehr viel. Genau. Wenn die Menschen so nicht aufeinander schauen, hast du deinen Partner, Jens, und deine Hunde, gell? Ja, und das genau. Ist sehr viel wert. Der Jens, der Partner, hat mich einmal informiert, was da mit dir los ist. Leider konnte ich bei deiner Entlassung nicht dabei sein. Du warst bei meiner Entlassung da. Wie die Nachricht gekommen ist, war ich gerade noch im Bettele. Hatte lange Zeit bis in die Früh zu mir zu Hause zum Arbeiten und dann habe ich leider vormittags geschlafen. Aber wir sind jetzt alle froh, dass du da bist. Und natürlich vor allem auch den Gerhard Böttler, wie kann ich einfach nur einmal wiederholen, zu verdanken. Er hat auch für mich damals das Konto eingerichtet gehabt. Es war einfach nur ein anderes Kennwort. Und es ist wirklich rasend schnell gegangen. Wie gesagt, wer wissen will, was genau bei dir gegangen ist, das ist einfach das andere Video anschauen von mir. Da habe ich eigentlich alles, glaube ich, erklärt. Du hast das Video, glaube ich, dann gesehen? Ich habe das Video gesehen. Hat da alles passt? Oder gibt es da was passt. Zum Erwähnen, zum Korrigieren? Nein, gar nicht. Es hat alles passt. Ich habe persönlich zum Weinen angefangen, weil okay. Ich das Video gesehen habe, weil ich so schön gefunden habe, einfach so, weil alles der Wahrheit entspricht. Mhm. Wo ich mir denke, so, wow, ich selber würde das nicht so hinkriegen. Also wenn es heißt, ich muss da was über mich selber erzählen, ich würde es wahrscheinlich gar nicht so hinkriegen. Und ich habe das halt so einfach so wow gefunden, dass ein Video gibt und dass da alles auch so richtig ist. Es ist richtig gemacht. Und also ich habe nichts Falsches erzählt, oder? Nein. Oder ist Förder nichts oder so? Nein, gar nichts. Nichts überzogen gehabt, oder? Nein, ist nichts übertrieben. Ja, weil das hätte ich sonst jetzt mit dir aufklären wollen. Der Jens hat mir wunderbar alles mitgeteilt, was so ist. Auch letzten Sonntag habe ich mit ihm unterhalten. Das ist wirklich gut, okay. Ich habe ja auch nicht nur für dich da das eingespendet, sondern ich finde auch, dass du nur ein extra 100er mit dem Jens verdient hast. Es habt das wirklich nicht leicht, ja. Es war jetzt eine Zeit lang obdachlos, habt endlich eine Wohnung gefunden. Und ich finde, gönnt euch einmal was, macht euch einen schönen Tag, ein Prosecco oder irgendwas wird doch drinnen sein oder ein bisschen auch mehr, gell. Das ist einfach zur freien Verfügung, gell. Wir müssen einfach zusammenhalten, wir sind auf jeden Fall. Wie sagt es da Daniele, ganz eine Menschheitsfamilie, würde ich mal sagen, gell? Ja, und das merkst du jedes Mal. In der, also, was Leute sagen, es gibt natürlich Leute, die was uns nicht mögen, ist auch in Ordnung so, ja. Aber sie sollen uns gefälligst in Ruhe lassen, wir lassen die Leute auch in Ruhe, ja. Weil ich sag dir, entweder man informiert sich oder man lässt es bleiben. Und informieren ist immer besser, als es zu bleiben zu lassen, ja. Und wenn man die Medien leider alles glaubt, ja, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen, ja. Weil ich sage das, Medien zu glauben und sein Hirn nicht selber einschalten zu können, ist traurig. Es ist echt traurig. Weil wenn Medien
die was wir so wie ein ORF und alles haben, ja. Und statt dass man sagt, okay, man geht aber auf, man hört sich die anderen Medien an, die was freiheitlich sind, ja, die was gar nichts mit unseren Medien zum Tor haben, ja, sondern die was eigentlich nur die Wahrheit berichten. Und nicht so wie ORF, ja, das und das ist gefährlich. Weil wenn ich natürlich da stehe und sage, das ist gefährlich, ja, was bringt mir das? Also ich sprich einfach so, bevor man wem verurteilt, sollte man beide Seiten konsultieren, sich beide Meinungen holen und nicht nur einfach von einer Seite sich etwas vor, ja, doch diktieren lassen, ja. Genau. Genau, also dafür gibt es auch freie Medien. Man sollte auch die Menschen selbst zugeben, ins Gespräch kommen, einen Diskurs führen und dann sich erst eine Meinung bilden. Ja. Ja. Und das ist das so, finde ich anständig. So wichtig, es gibt so einen Spruch, den ich gern loswerden möchte, und zwar: Wenn du wissen willst, wie es mir geht, geh meinen Weg, zieh meine Schuhe an und dann wirst du erst wissen, wie es mir geht. Vorher kann man nicht über andere Leute urteilen und man muss immer vor seiner eigenen Haustür sagen können, bevor man überhaupt zu Leuten gehen kann und sagen kann, der ist anders oder schaut mal den an, sondern man muss immer zu sich selber stehen und dann kann man erst sagen. So, also gerade wie du dein Schlusswort gesprochen hast, ist die Kamera ausgegangen. Aber ich glaube, mit dieser indianischen Weisheit haben wir ein ganz gutes Schlusswort gefunden, glaube ich, oder? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Nein, ich möchte einfach auch nochmal an alle Danke sagen, die was wirklich so mitgeholfen haben, ja. Und ich, dass ich auch wieder merken habe dürfen, dass unsere Demoszene wie der Roman schon gesagt hat, wie eine Familie einfach auch ist, ja. Und dass zusammengeholfen wird, egal was ist, ja. Und dass da auch wirklich auch so viel mitgemacht haben. Einfach danke nochmal von mir. Schöne Worte. Danke, Janine. Gell? Super. Ich möchte auch bei dir bedanken und im Namen aller anderen, dass du von der ersten Stunde überall dabei gewesen bist. Wenn der Elvis und die Aktion gerissen haben, warst du auch immer abrufbereit. Du hast dich gefragt, warum, wieso, weshalb. Du hast gesagt, natürlich, ich bin da. Ich vertraue euch für die Sache. Du und der Jens warst überall dabei. Und jetzt kleines Info, kleines Easter Egg, wir sitzen da jetzt auf dem Bankerl, genau da, wo du auch abgeführt worden bist, gell? Das ja, hast du da witzigerweise ja schon festgestellt, das habe ich gar nicht mehr auf dem Plan gehabt. Genau da vorne, also da, wir sind da vorne weiter gestanden und da war so ein Busch und da haben sie mich dahinter, da habe ich nicht mehr auf Zeiten gedacht, ich habe den Busch fast angezündet mit einer Zigaretten. Also ich verlinke unten in der Videobeschreibung auch dieses Video, wo uns die Polizei, sagen wir mal, einfach einmal festnageln wollte, uns von dem Geschehen der Festspieleröffnung fernhalten wollte, gell? Genau. Ja. Und ich würde sagen, danke fürs Vorbeischauen auf Krypto.tv, auf meinem YouTube-Kanal. Ich wünsche mir vielleicht noch, dass vielleicht wenn Darin genauso viel Herz zeigt und auch er, ja, unser wackerer Mitstreiter, der für die Menschenrechte sich eingesetzt hat, auch eine fairere Verhandlung bekommt. Das kostet nur immer einen Anwalt. Und somit, führt euch Baba und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns ja zusammen mit der Janine beim Mozartplatz am Sonntag 14 Uhr. Gell? Wie schon die letzten 3 Jahre lang. Immer fort und immer zu. Baba!